Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht's um das fortgeschrittene Rennen in der nächsten Zone, und zwar einmal Ebene von Onada. Und dazu habe ich ja das letzte Mal schon die fortgeschrittenen Rennen in der ersten Zone gemacht, und zwar einmal hier Küste des Erwachens. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wie kriegt man diese fortgeschrittenen Rennen, ihr müsst als allererstes die normalen Rennen abschließen. Und zwar habt ihr ja am Anfang, wenn ihr hier euren Drachen geholt habt, eine Quest bekommen, und da müsst ihr dann erstmal in der ersten Zone hier alle normalen Rennen abschließen, dann kriegt ihr eine zweite Quest, alle Rennen in der zweiten Zone und so weiter. Ne? Und wenn ihr in allen vier Zonen jeweils 8 Rennen abgeschlossen habt, dann bekommt ihr eine Quest für die fortgeschrittenen Rennen, und dann geht es genauso wieder los, quasi in der ersten Zone alle fortgeschrittenen Rennen abschließen. Das habe ich das letzte Mal gemacht, und jetzt sind wir in der zweiten Zone und dort mache ich jetzt auch wieder alle fortgeschrittenen Rennen. Natürlich wollen wir die in der höchsten Schwierigkeitsstufe machen, also oder in der höchsten Stufe, die wir hier holen können, auf Gold, und ich würde sagen, da starten wir jetzt durch. Hier unten haben wir das Ganze. Ebene von Onada auf der Schwierigkeitsstufe fortgeschritten, und dann gibt es jetzt erstmal Bronze, dann Silber und dann danach Gold. Wenn wir die normalen Rennen alle haben, plus alle fortgeschrittenen, gibt es dann auch noch ein Meta-Achievement, und da gibt es dann auch nochmal so eine Temok-Belohnung, also die können wir uns dann später mal angucken, wenn ich alle anderen auch fertig habe. Wo befinde ich mich jetzt gerade? Wir sind am ersten Spot, und zwar hier auf den Koordinaten 86, 35 in der Ebene von Onada, und dort werden wir jetzt dann das erste Rennen starten. So, nächster Try. Also jetzt gehen wir gleich nach unten, nehmen das hier mit. Dann direkt hier rüber, rum und nach unten, nach oben, dann direkt hier hin, darum. Am Anfang kann man hier echt ganz gut durchdrücken. So, hier nach oben. Dann nehmen wir jetzt die zweite Fähigkeit mit dem Super Speed. Hier hoch. Also wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Viel besser als das kann ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht fliegen. Hier am Ende hatten wir jetzt... Ah, da ist es! Wie viele Tries waren das jetzt? Ich habe vorhin ein bisschen was gefuttert. Ich glaube, vorm Essen 10, 11 Tries und jetzt auch nochmal 3. Also da war ich jetzt schon einige Tries drin. Aber wir haben es geschafft. Ich habe zwischendurch, habt ihr gesehen, bei der langen Strecke nach oben, habe ich hier wirbelnde Anschub einmal gedrückt, weil man da so vieles von diesen LAN-Punkten kriegt. Und trotzdem den Vorwärtsschub. Also ich habe beides durch, also das eine hat ja ewig Abklingzeit, ne, 30 Sekunden. Aber den wirbelnden Ansturm und dann nochmal den Vorwärtsschub gedrückt. Und das war jetzt the way to go. Das war dann tatsächlich eine schwierigere Challenge. So, ich bin am nächsten Spot. Einmal hier auf den Koordinaten 63, 30. Und ich würde sagen, den schaffen wir hoffentlich jetzt auch noch im Gold. So, Try Nummer 3. Erster war Erkundungsflug, den habe ich nicht mal fertig gemacht. Den zweiten haben wir jetzt fertig gemacht, da habe ich ein bisschen was verkackt tatsächlich. Und jetzt gucken wir doch mal hier, ob der dritte was wird. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich 3. Hier gibt es ein paar Orbs, die man seitlich mitnehmen kann. Beziehungsweise hier gibt es allgemein ziemlich viele Wolken, wo man hier dann noch ein bisschen extra Laden kriegen können. Und dementsprechend schaue ich mal, ob wir einfach, also ich drücke jetzt die ganze Zeit den Speed einfach durch. Hier beim Gebüsch müssen wir so ein bisschen rum. Und vorhin habe ich es hier ein bisschen verkackt. Und zwar müssen wir nämlich ganz steil hier rüber. Da habe ich es nämlich ein bisschen verloren, die Strecke. Oh, kacke, da unten wäre auch noch eins gewesen, aber egal. Uff. Aber das müsste passen, oder? Ja, easy, Gold. Also ein so ein Randding hätten wir jetzt noch mitnehmen können, aber ich war 2 Sekunden drüber. Die Strecke ist ziemlich einfach. 3 Tries habe ich jetzt gebraucht. Mein Gutes, kann man es wahrscheinlich sogar First Try schaffen. Juti, dann zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot, und zwar bin ich jetzt hier bei den Koordinaten 44, 67. Übrigens noch als kleine Randinformation, bei mir hat es ein bisschen zwischendrin geleckt, deswegen habe ich hier meinen kompletten Add-ons ausgeschalten. Spiel mit komplett ohne Add-ons, dementsprechend ist es ein bisschen weniger mit Lags, vielleicht hilft es euch tatsächlich auch. Dann schauen wir mal rein, hätte ich gesagt. So, nächster Try, jetzt gucken wir mal. Ich bin eben gerade ein bisschen am Wasserfall aufgeschellt. Und zwar wollte ich da noch so eine Wolke weiter unten mitnehmen, die zeige ich euch gleich mal. Jetzt nehmen wir das hier mal noch mit, dass wir ein bisschen durchspeeden können. So, und hier unten ist eine Wolke, die will ich mitnehmen. Ich weiß nicht, habe ich es erwischt? Ja. Bloß ich darf nicht zu tief, man darf sie nur antippen, aber nicht komplett mitnehmen. So, hier ist eine relativ scharfe Kurve. Da geht es relativ eng am Boden vorbei und dann durchs Flossbett durch. Hier können wir eigentlich die ganze Zeit durchspeeden, weil wir so richtig viele Orbs kriegen.
Und jetzt müssen wir gleich richtig nach oben ziehen. So, okay. Dann geht's an dem anderen Flussbett entlang. Können wir eigentlich durch... Warte, wir können auch den Ulti-Speed ziehen. Und da haben wir Gold. Ah, da konnte ich jetzt einfach nur noch durchbrezeln. War knapp, aber Gold ist Gold. Dann sind wir am nächsten Spot angelangt. Und zwar hier unten auf den Koordinaten 25, 54. Und dort sind wir jetzt ganz unten am Wasser. Mal gucken, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen nach oben gleiten gleich. Und dann würde ich sagen, starten wir mal durch. So, angequatscht haben wir, fortgeschrittener Modus. Ach, jetzt bin ich gerade hier vom Mount runter und dann kriege ich das Zonenmount. Also wenn ich jetzt hier nach vorne laufe, kriege ich direkt den Wind. Okay. Kann ich halt richtig durchspeeden. Da geht's rüber, okay. Na, bis jetzt eigentlich läuft's ganz gut. Nur eine steilere Kurve. Ja, da geht's halt richtig nach oben. Okay, unter der Brücke durch. Schauen wir mal, ob da noch ein schwerer Part kommt. Jetzt habe ich keinen Speed mehr. No, das Speed reicht nicht mehr. Warte mal, das war direkt Gold First Try, oder? Ja, Gold ploppt auch noch auf. Ich war sogar 3 Sekunden drüber. Also die Strecke war wirklich einfach. Da kannst du ja nichts sagen. Das hat wahrscheinlich jetzt der andere Drache ausgemacht, ne? Der hat mir den extra Speed gegeben. Wunderbar. Dann ist es jetzt, glaube ich, nur noch ein einziges Ding, was wir brauchen. Genau. Jetzt muss ich auf die ganz andere Seite rüber. Dann sind wir jetzt am letzten Spot und zwar auf den Koordinaten hier unten 81, 72. So, jetzt schauen wir mal, ob das auch wieder eine First-Try-Geschichte wird. Okay, hier muss ich auf jeden Fall nach oben starten. Und dann direkt nach unten. Ach, da fliegt gleich noch ein anderer, auch das Ding. Schauen wir mal, ob ich besser bin als der. Ich glaube, vielleicht fliegt er auch den leichten Kurs, ne? Das weiß ich natürlich nicht. Oh, ich habe keinen Speed jetzt mehr. Jetzt kacke ich ja ganz schön ab. Okay, vielleicht muss ich mir da doch ein bisschen was sparen. Jetzt kommt er wieder von hinten und holt mich ein. Oh, shit. Da bin ich jetzt ein bisschen falsch geflogen. Ah, da sind wir ein bisschen hängen geblieben. Also das wird First Try leider nix. Was? Ich bin doch hängen geblieben. Ich war jetzt fast... Wie viele Sekunden war ich jetzt drüber? 4 Sekunden sogar. Not bad, not bad. Okay, also der Kurs war ziemlich einfach. Ich habe es jetzt nicht gut geflogen. Und wir haben trotzdem Gold gemacht und damit auch das Achievement tatsächlich. Ja, dann sind wir durch. Hier waren es nämlich jetzt nur 5 Rennen. Ich dachte ehrlich gesagt, dass es in jedem 18, wie es im ersten Gebiet ist. Aber nein, hier waren es nur 5. Und ja, das waren jetzt alle 5 Rennen. Sobald ich das nächste Gebiet fertig habe, also die Azurblaue Gebirge, gibt es das nächste Video. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.